Hallo und herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Auf unserer Tour 24 haben wir die Mongolei erreicht. Im vorigen Video sind wir bis in die Stadt Chaut gekommen, wo wir diesmal starten. Und es freut uns, dass du wieder mitfährst. Los geht's, wir fahren auf die AH4 und folgen dieser nach Süden. Nach ca. 70 Kilometern kommen wir wieder an eine Mautstelle. Diesmal zahlen wir 3000 mongolische Tökrek, also ca. 80 Cent. Knapp 3 Kilometer hinter der Mautstelle bei Mankan biegen wir nach Westen ab. Hier geht es zur Zencherin Agui, einer ca. 25 Meter hohen Höhle. Dort soll es einige steinzeitliche Zeichnungen geben. Auf Schotterpiste haben wir jetzt noch ca. 20 Kilometer bis zur Höhle. Ich freue mich, dass wir die Teerstraße verlassen haben und habe richtig Spaß am Fahren. Und dann geht's auch noch durchs Wasser. Juhu! Ich weiß gar nicht, was das ist, dass das Wasserfahren immer so viel Spaß macht. Da ist wohl was aus der Kindheit übrig geblieben.
Kurz vor der Höhle bei der Jurte müssen wir Eintritt zahlen. Das kostet 10.000 Pökrek pro Person. Das sind für uns beide zusammen ca. 5,40 Euro. Als wir ankamen, kam gerade ein Auto aus dem Tal raus und wir fanden einen leeren Parkplatz vor, auf dem wir eigentlich auch übernachten wollen. Aber unmittelbar nach uns kamen ständig Autos an mit Leuten, die die Höhle besichtigen wollen. Wir hätten nicht gedacht, dass hier so viel los ist. Nach einer Kaffeepause machen wir uns auf den Weg nach oben. Echt klasse Aussicht von hier oben. Der Weg lohnt sich. Die Höhlen selbst haben uns nicht so überzeugt. Steinzeitliche Zeichnungen haben wir keine gesehen, aber auch nicht bewusst danach gesucht. Der Geruch in den Höhlen erinnerte mich an die Taubenschläge von meinem Vater. Nur viel schlimmer. Der Staub und der Geruch von Zehntausenden von Jahren Vogelkot ist hier in der Luft. Das ist schon sehr unangenehm. Darum halten wir uns auch nicht lange in der Höhle auf. Draußen ist es schon gleich viel besser. Wir machen uns auf den Weg zur zweiten Höhle. Auch hier ist alles voller Vogelkot. Wir schauen nur kurz rein. Und weil so viele Menschen hier auftauchten, fahren wir jetzt noch in der Hoffnung auf einen einsamen und ruhigen Nachtplatz ein ganzes Stück weiter in das Tal hinein. Ganz schön hubbelig, wenn man die Fahrspur verlässt. Und da ja bekanntlich das Gras woanders immer grüner ist, möchte ich gerne auf der anderen Seite des Baches parken. Die Kamerafrau, die für euch schöne Außenaufnahmen dreht, muss dann natürlich zu Fuß durch den Bach und hier auch noch mit den Mücken kämpfen.
Abgesehen von den Mücken war der Platz wieder top. Schöne Aussicht und eine Wahnsinnsruhe, die man sich kaum vorstellen kann. Und gegen die Mücken gibt's ja auch Hilfsmittel. Weiter geht's. Nächstes Ziel, Mongol Els. You
Hier überlege ich schon langsam, ob bei der Rüttelei in diesem Land wirklich alle Teile am Duro dranbleiben wollen. Durch Mankan fahren wir diesmal durch, anstatt drumherum. Hier kommen wir zur Quelle Tungala Kudak. Da hatte ich mal einen Bericht drüber gesehen und geplant, hier Wasser zu tanken und zu übernachten. Doch hier gibt es nur noch Schlamm und es sind auch zu viele Menschen dicht dran, sodass wir uns entschließen, noch ein Stück weiter zu fahren. An unserem Nachtplatz mitten im Nirgendwo musste ich dann feststellen, dass die Marquardt-Stoßdämpfer schon gut gelitten haben. Die obere Unterlegscheibe scheint viel zu dünn ausgeführt und ich muss mir was einfallen lassen. Ich schraube also schnell eine Scheibe am Maggie-Lager ab, wo die Kabine drauf gelagert ist. Am Morgen machen wir einen kurzen Besuch am Durgun Lake.
Wenn man so an den See ranfährt, hat man fast den Eindruck, man fährt an ein Meer. Der See hat eine Ausdehnung von 17 mal 24 Kilometer und ist 305 Quadratkilometer groß. Ich liebe es, wenn wir in weichen Sand fahren. Es wird plötzlich so leise und das Geklapper ist weg. Es gibt nichts Nervigeres wie Wellblechpiste. Ein Stück den Strand entlang kommen wir noch an einem interessanten Owo vorbei. Da müssen wir natürlich auch nochmal anhalten. Nächstes Ziel, Kurk Murid. Auch wenn jede andere Spur besser aussieht als die, die man gerade fährt, bringt ein Wechsel nichts. Wellblechpisten sind einfach nur nervig.
Hier in Kurkmorit füllen wir unseren Dieseltank wieder auf. Bei der Gelegenheit frage ich den Tankwart gleich nach einer Unterlegscheibe. Verständigung geht nur mit Händen und Füßen, zeigen der alten beschädigten Unterlegscheibe. Er versteht, was ich suche. Wir gehen in sein Haus und kramen ein paar Schrottkisten durch. Und tatsächlich können wir eine Scheibe finden, die ich brauchen kann. Und dann wollen wir uns etwas außerhalb des Ortes wieder einen Platz für die Nacht suchen. Hier in den Dünen der Mongol Els finde ich einen Platz, der mir zusagt. Und dann morgens geht es weiter, immer entlang der Dünen der Mongol Els. Als wir den Sangin Dalai Nur verlassen wollten, sehen wir doch in weiter Ferne zwei bekannte Fahrzeuge. Richie und Klaus mit den Ivecos, also 90 Grad Hagen schlagen und schnell mal zum Besuch rüber. Die haben dort übernachtet und sind gerade im Aufbruch. Wir bleiben dann noch kurz für eine Pause dort stehen. Da die beiden die Piste weiterfahren und wir einfach Luftlinie abkürzen, treffen wir sie kurze Zeit später an einem trockenen Flussbett schon wieder. Die Abbruchkante hier ist zu hoch für das Bimobil. Für den Duro ist das aber kein Problem. Ich fahre also die Kante und auch die Kante der Umgehungsstrecke etwas aus, sodass die beiden Ivecos problemlos durch das Flussbett kommen. Nach dem Aussichtspunkt machen wir eine Kaffeepause und die Ivecos übernehmen die Führung. Kurze Zeit später treffen wir sie wieder. Wie
denn schon Bier in der Hand? Ich dachte, ihr wolltet noch bis zu dem Kaff fahren. Ich dachte, ihr wolltet noch bis zu dem Ort da runterfahren. Sind noch 50, 60 Kilometer. Ja, das stimmt. Ich will noch 20. Ich will um die Ecke an den nächsten großen See. An dieser Stelle möchte ich das Video beenden, da es lang genug ist. Schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir am Erin Lake die Dünen erklimmen. Und dann bricht auch noch unser Ersatzradträger ab. Und nicht vergessen, ein Abo und einen Daumen hoch da lassen.